Okay, wir sollen offensichtlich jetzt zurückgehen. Könntet ihr diese komischen Seufzer bitte unterlassen? Es ist nämlich nicht ungruselig. So, wir versuchen immer noch an den komischen Kopf hier zu kommen, damit wir die Puppe nähen können. Achso, einen Hammer reicht. Nägel brauche ich gar nicht extra finden. Na gut. Ich wusste ja nicht, dass du die Nägel schon in der Hosentasche hast. Ich habe eine Doktorpuppe gefunden. Hier brauche ich ein spezielles Gerät. Ja, und zwar den Handschuh. Nein. Aber den Hammer. Spezialwerkzeug und so, ihr wisst das. Schere geht auch nicht. Passt auch nicht. Ist hier noch irgendwas zum Nachgucken? Nö. Ich muss diese höllische Kreatur irgendwie deaktivieren. Ja, aber wie? Kann ich hier irgendwie den Strom abdrehen? Oder den Hamster klauen? Nee. Ich soll also hier reingehen. Soll ich die Puppe da reinlegen? Nein. Die Nadel? Nein. Die Blätter? Nein. Ja, könnten wir uns bitte darauf einigen, dass das auch ohne komisches Seufzen geht? Nicht? Nicht. Oh, jetzt gehen mir langsam die Dinger aus. Ich hier ein bisschen. Ich erinnere mich, auf dem Bild eine Kombination abgebildet war. Vielleicht passt sie. Auf welchem Bild denn? Auf dem Bild? Können wir das Bild nicht mehr angucken, das ist doch lame. Ist das Bild noch in meinen Dingens? Ist das Bild hier irgendwo drin? Karte. Apotheke, ja, wie passend. Du bist hier. Da sind Aufgaben. Toll. Öffne die Tür zum Untergrund. Nie? Untersuche das Bild in der Apotheke. Verbinde den Nähtisch, um die Puppe zusammenzunehmen. Sammle 4 Gesichtssymbole. Öffne die Tür zum Labor, öffne die Tür zum Hinterhof der Apotheke. Ach ja, ist interessant, dass der hier schon besser weiß, was ich machen soll, als ich es weiß. Aber jeden seiner weiß hier Bescheid. Finde das Rezept zur Heilung des alten Mannes. Ja, toll. Öffne die Vitrine im Haus hinter der Kirche. Welches ist denn das Haus hinter der Kirche? Oh, das sieht aus, als hätten wir hier noch eine ganze Weile zu tun.
Schamanenhaus, aha. Achso, das hier. Ah! Können hier also auch porten. Ist ja hübsch. Ist das hier das Haus in der Kirche? Aufgang. Öffne die Vitrine im Haus hinter der Kirche. Achso, dafür brauche ich ja den Schlüssel. Aber wo finde ich den Schlüssel? Was kann ich mir eigentlich noch für lustige Tränke kaufen? Lädt die Tippmaschine auf. Ja, das Ding sollten wir direkt mal. So. Und wir sollen ja unbedingt hier drin bleiben. Und hier den Code knacken. Ist hier ein Tipp? Ich kann mich. Ja, ich würde ja gerne das Bild auch noch mal sehen. Was ist denn das hier? Hätte ich mir das Bild mal lieber komplett abgezeichnet. Dann wüsste ich jetzt hier voll Bescheid. Glaube ich. Denke ich. Hoffe ich. Oder wahrscheinlich auch nicht. Auf dem Bild eine Kombination. Ja, toll, ich weiß. Auf dem Bild. Ja, siehst du mal, hat funktioniert. Ein Helikopter haben wir gefunden. Und ein Gesicht. Soll ich den Helikopter jetzt hier reinsetzen? Ja. Wow. Ah ja, okay. Hey? So ist der Knopf kaputt. Na toll. Das. Ach so, ja, hier. Ja. Sehr hübsch. Ich fliege hier im Kreis. Ah ja. Wo warst hier? Neues Knöppelchen. Aber die kriege ich da nicht wieder weg. Im Kreis, das macht Spaß.
kriege ich denn das Ding hier repariert? Gar nicht. So, das ist schon mal klar. Das hier ist auch relativ klar. Ah! Okay. Dann so. Geschafft! Mann, bin ich heute wieder schlau! Was zum... Wo bin ich denn jetzt? Nicht cool. Ah! Eine Trophäe. Anfängerpilot. Aha. Heißt das, ich kriege nachher noch mehr so ein Rätsel? Ah, ein Quasi-Rollstuhl. Zeigt weitere seltsames Rezept. Ich muss wohl... Was? Ach, will ich wissen, was da drunter ist? Kaputte Spritze. Na ja, cool. Machen wir eine ganze Spritze draus. Ach, hübsch. Du schon wieder. Nehmen wir das Ding hier erstmal aus dem Weg. Machen das da oben hin, wo es hingehört. Mal alles hier wegpacken. Einfach mit dem Ding nach da oben durchkommen. Dann das Ding dahin, das Ding dahin, das Ding dahin. Upsi. Mal ein bisschen Platz hier. Der kleine Würfel muss noch durch. Das kleine Dreieck will auch nach Hause. Und so. So. Hab ich's mal wieder geschafft. Huch, zwei Überraschungstruhen. Sehr schön. Was hast du? Ach, Münzen.